Hey Leute, hier sind wir wieder und der Benny von Die Buddies und heute gibt es eine neue Folge Minecraft Sky. Es ist jetzt auch die neue Modifikation dabei, die ihr gewotet habt, und zwar Ender.io. Natürlich wurde die auch hart genervt von Skate. Und ja, wir haben einiges vor mit der Mod. Und zwar wollen wir da mal ein Storage System machen, also ein Lagersystem halt. Das geht mit dem, was richtig geil wird, aber bevor wir das alles machen können, müssen wir einen Alloy-Smelter machen. Da hat Ben jetzt schon die Ressourcen gesammelt und die waren nicht einfach zu sammeln. Und die hast du hier irgendwo in der Kiste. Genau, komm mit. Nimm mir hier in der Kiste drinnen, kannst du das Ganze herzeigen. Die Sachen rechts oben brauchst du alle. Und du musst dir mal angucken, Leute, guckt euch mal an, wie man diesen Machine-Frame macht, den Reinforced. Skate ist ja derjenige, der das Modpack ein bisschen überarbeitet, dass es nicht so einfach ist. Und ich glaube, dem war da ein bisschen langweilig, weil, guckt euch das einfach an. Ohne Witz, alleine für das brauchst du Minimum 20 Minuten zum Craften. Ja, es ist einfach absolut krass. Und aus dem kann man dann, glaube ich, schon einen Alloy-Smelter fast machen, oder? Ich weiß halt gar nicht, was man damit da alles braucht. Ja, man braucht genau die ganzen Sachen hier. Oh, nice. Also, willst du es craften oder so? Warte, es fehlt ein Cauldron, den hast du noch nicht gemacht. Ah, doch, der ist auch hier, guck. Ah, nice. Falsch sortiert. So, dann würde ich sagen, haben wir hier direkt eine Werkbank. Ja. Dann craften wir das schöne Ding. Oh, das war eine Tinker-Table gerade. Hä? Warum ist das automatisch eine Tinker-Table? Lol. Ich bin komplett verwirrt. Oh, warte, hier ist auch noch eine Werkbank. Komplett verwirrt einfach. Warte, haben wir alles? Induction Smelter? Ich glaube, das mag es nicht. Wenn man das so macht, dann machen wir es einfach so. So, dann die zwei hier. Was brauchen wir noch? Block of Steel haben wir und einen normalen Ofen. Und da ist das schöne Ding. Oh shit. So. Ja. Ich würde sagen, du kannst es hier in die Maschine dran stellen. Okay. Ja, es hat Strom, perfekt. Das heißt, da können wir jetzt alles weitere machen. Wir wollen nämlich auch gleich mal einen Wetterobelisken machen. Wir zeigen euch mal kurz, was es da alles gibt. Ihr seht schon, haufenweise. Man kann einen Erfahrungsobelisken machen, den kann man Erfahrung reingeben. Und dann gibt es hier auch noch einen schönen Wetterobelisken, damit kann man das Wetter ändern. Das heißt, wenn es mal regnet, können wir es einfach auf Schönwetter umstellen, indem man einen Kuchen da benutzt und 1 Million RF haben wir ja. Können wir das reingeben? So, ich würde sagen, ich kümmere mich direkt mal um das, weil da brauchen wir auch wieder einiges. Unter anderem, das ist alles ganz, ganz simpel. Wir brauchen. Was war denn das Schwierige? Ich weiß es gerade gar nicht. So, wir wollen auf jeden Fall heute auch das erste Mal in den Äther gehen und dort einen Dungeon looten. Das könnte auf jeden Fall auch spannend werden. Und eventuell machen wir uns irgendwann mal, ich weiß nicht, ob wir es heute machen, eine Dark Steel Rüstung. Die kann man nämlich richtig geil upgraden. Wofür wir ziemlich viele Level benötigen und wir noch nicht ganz wissen, wie wir die bekommen, aber die wird auf jeden Fall auch cool werden. Glaube ich auch. So, ich kümmere mich jetzt mal kurz um das hier. Wir brauchen hier Glowstone, haben wir. Ich weiß nicht, wie viel. Ich nehme einfach beides mit. Wir haben fast kein Glowstone mehr. Alles klar? Ja. Dann brauche ich 10, 6 Stück und 2 Silber. Warte, haben wir nur mit so wenig Silber? Warte, ich weiß gar nicht. Nee, wir haben da Silberblöcke. Ich dachte mir schon alles klar. Ey, wenn wir wirklich nur mehr so wenig gehabt hätten, dann wäre es kritisch geworden. So, und das sollte jetzt perfekt durchschmelzen. Und das dauert auch wieder Ewigkeiten. Wir können da, das können wir gleich mal machen. Und zwar können wir die Alloy-Smelter upgraden, damit die schneller gehen. Man kann hier nämlich die Capacitator reingeben, dann arbeiten die schneller. Und dazu, ich weiß nicht, ob wir den schon machen könnten, Octetic Capacitator. Boah, der war, glaube ich, richtig heftig zu machen. Ich kann mich noch ein bisschen an hier Novus erinnern. Mhm. Obwohl Vibrant Alloy ist gar nicht so schwer. Okay. Enderium. Enderium ist halt ein bisschen schwieriger. Aber Enderium, nee, das können wir alles machen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das einfach, oder? Sobald das da durch ist, upgrade ich den gleich mal. So, ich kann jetzt gleich das erste Upgrade für den Alloy Smelter machen. Okay, oder nice. Bekommt man sogar Level raus. Alles klar? Nice. So, da ist das erste Upgrade und das müssten wir jetzt reingeben können. Ja, perfekt. Braucht zwar jetzt mehr Energie, aber funktioniert auch schneller. Und jetzt seht ihr hier, ich habe einen Double Layer Capacitor reingegeben. Und wir machen noch den Octetic Capacitor, damit das wirklich maximal schnell funktioniert, weil die Ingots brauchen hier teilweise echt lange zum Machen. Und das kann dann echt ein Krampf manchmal werden. So, dann habe ich den zweiten hier auch noch. Den brauchen wir nämlich. Okay, ich habe jetzt dann direkt das schöne Enderium. Okay, ich bin mal gespannt,
Dann brauche ich einen Glowstone-Block noch, dann können wir gleich den geupgradeten machen. Glowstone-Block, ey, Glowstone wird so kritisch bei uns einfach. Dann haben wir den gleich gefull-upgraded. So, komm, gib her, schneller. Indarium, komm, jetzt. Ja, perfekt, da ist es. Leute, zwei Indarium. Und dann kommt nochmal zwei hinterher. Wir machen jetzt so einen Octetic Capacitor. Ganz, ganz simpel hier einfach drin craften. Und da ist das schöne Ding. Und jetzt sollte das da drinnen dann gleich viel schneller gehen. Und geht's viel schneller? Hoffentlich. 41, 43. Und jetzt vergleichen wir mal, wenn er nicht drin ist. Oh, das ist ja gleich... Oh, guck mal, wie langsam das geht. Und jetzt so schnell. Ich meine, es ist... Es kommt zwar trotzdem noch ein bisschen langsam vor, aber es ist eigentlich viel, viel schneller mit dem. Und jetzt kümmern wir uns um den Wetterobelisken, den wir eigentlich machen wollten. Weil so ein Teil ist schon geil. So, dann haben wir die Capacitor Bank. Also, da könnten wir rein theoretisch Energie drin speichern. Und jetzt geht's an Solarium. Soul Sand und Gold. Haben wir Soul Sand? Haben wir nicht, oder? Soul Sand haben wir nicht, nee, aber das kann man, wie macht man denn das nochmal? Man kann Sand warte. In die Witchwater Zeugs reingeben. So, dann kann ich jetzt auch kurz mal herzeigen, weil das haben wir glaube ich noch nie gemacht, wie man Soul Sand macht. Und zwar braucht man hier Sand, Leute. Und wir haben hier schon mal Mycelium erzeugt, das haben wir aus, glaube ich, Erde rausbekommen, den Samen, damit man sowas macht. Oder ich, aus Sand, ich weiß es nicht mehr genau. Wie ja, kann irgendwas man, sieben. Hier kann man Wasser reingeben, ihr seht schon, das transformiert sich, das wird dann zu Witchwater, also Hexenwasser. Und da können wir Sand reingeben und das wird dann zu Seelensand. Und ja, das sah jetzt zwar gerade aus wie ein Netherrack, aber es ist Seelensand. Und da haben wir zwei Stück, ein drittes Stück brauche ich noch, ich hole mir noch kurz freshes Water. Und dann können wir direkt Solarium machen. Solar, ja, irgendwie so heißt es. Also, das brauchen wir nämlich hier für... Die Weather Obelisk Sache. Hier, seht ihr schon, das brauchen wir hier. Und das ist einfach ganz normal ein Diamanten umcraften. Keine Ahnung, warum das so simpel ist, ist aber so. Und ja, dann können wir das Ganze machen. So Leute, ich habe jetzt alles vorbereitet für den Wetter Obelisken. Benötigt der Energie? Ja, der benötigt Energie. Okay, hier haben wir den Wetterkristall, den können wir so ganz simpel craften. Den haben wir und hier Solarium und Energetic Alloy habe ich auch gemacht. Und ja, eigentlich hätte das jetzt funktionieren sollen, aber irgendwie mag das nicht. Und okay. Jetzt ist es da, perfekt, Wetterobelisk. Wo stellen wir den hin? Das ist eine sehr gute Frage. Wollen wir den im Innenhof hinstellen oder irgendwo anders? Ja, eigentlich wäre der schon hier fresh, da müssen wir von unten eine Stromversorgung organisieren. Wo, wollen wir wo den genau? Einfach... Hier hin? Aha, wo ist das? Oh siehst Gott. Du was? Ich hab Angst, dass ich mich runtergrab. Oh, es war so klar! T-fucking-G! Lol. Oh, ist verloren, was ich gerade gemacht hab. So Leute, ich bin gestorben. Aber derzeit hat nur Benny Keep Inventory, weil ich das noch nicht umprogrammiert habe. Deswegen habe ich mir einfach jetzt den zurückgeben können. Beziehungsweise dürfen, weil ich es eigentlich nicht verloren hätte. Und ja, den Rest gebe ich mir jetzt nicht zurück, ist scheißegal, den habe ich einfach verloren. Kurze Anmerkung, damit ihr es versteht, wir sind ja beim PvP-Event Erste geworden und wenn man Erste wird, bekommt man Keep Inventory und man verliert dann normalerweise beim Tod keine Sachen, aber es hat derzeit nur Benny Keep Inventory und deswegen durfte ich mir das Zeug auch wieder zurückgeben, aber ich habe mir fairerweise einfach nur den Obelisken gegeben und den Rest weggelassen und ja, ich würde sagen, jetzt geht's weiter. Bin ich selber schuld, eigene Dummheit. Ja, ich würde sagen, von da unten können wir dann auf jeden Fall die Energie rüberlegen. Wir denken einfach mit. Oh Gott, das donnert sogar. Ja, Mann. Es wird wieder ultra laut. Warte, ich mache das direkt hier draußen. Kuchen, komm her. Perfekt, ich habe einen Kuchen. So. Oh, Achievement aufbekommen. Warte, oh. Es ist mit Energie versorgt. Wenn ich jetzt den Kuchen reingebe, was passiert dann? Hä? Warte, wie funktioniert das? Nein, wir brauchen Flüssigkeit auch noch. Was? Ey, was brauchen wir da für eine Flüssigkeit? Ja? Ja. Wir haben reingeschissen, weil, ich erklär's mal, Leute, man braucht nicht mehr einen Kuchen, den man hier reingibt, sondern das wurde überarbeitet. Man muss Liquid Sunshine herstellen, also flüssige Sonnenstrahlen. Und okay. Damit man das herstellen kann, braucht man ein VAT, ein Watt, der Watt einfach. Und damit man das herstellen kann, braucht man Meshing Chassis.
Und damit man das herstellen kann, braucht man wieder die Machine Frames, die Benny so brutal herstellen musste, und 10 andere Sachen. Und wir brauchen nicht nur einen von denen, sondern 3 Stück von denen. Nee, alles gut. Was? Alles gut, das haben wir. Easy, können wir direkt machen. Warte, Electric Steel, wie macht man den Shit? Hä, was, du hast 3 von denen? Doch. Reinforced? Nee, man braucht nur einen. Warum einen? Ich brauch das dreimal. Wenn ich bei der Watt gucke, dann habe ich einmal Machine Casing. Ja, aber ich brauche dreimal der Watt. Dreimal der Watt? Ja, sag ich doch! Warum hast du ins Hirn geschissen hier? Wir müssen nämlich. Ja, warte. Rein theoretisch könnten wir es tricky rip machen. Nicht tricky, wir sind RIP. Weil wir brauchen halt für Liquid Sunshine. Brauchst du nicht eine Flüssigkeit, sondern 10.000. Okay, dann lass das aber später verschieben, okay? Wir haben zumindest schon mal das Ding gemacht, um es eventuell mal machen zu können, okay? Aha. So, warte, ich muss Zombie kurz retten. Die Zombie-Rettungsaktion. Okay. Warum musst du ihn retten? Er stuckt gerade im Aether. Okay, belastend. So, warte. TP, Lord Zombie zu mir. Okay, go. So, ich mache jetzt das die ganze Zeit. So, warte, komm schon, join. Er ist da. Ich habe ihn. Hä? Nice. Bitte, wir haben ihn gerettet. Du bist safe. Es gibt nämlich einen kleinen Bug, dass man in einem Dungeon irgendwie stacken kann. Und dann muss ich die von Zeit zu Zeit mal rausfahren. Ja, hier, alles in der Kiste. Okay, alles drinnen, was ich brauche. Dann genau. Probieren wir mal, das zu craften. Zuerst mal Machine Chassis. Ja, perfekt, habe ich. Oh. Und jetzt der Obelisk. Warte, da fehlt noch das Experience-Zeug. Ah, hast du auch alles schon vorbereitet? Perfekt. Dann haben wir das einmal. Und dann... Ey, der Killer Joe, den könnten wir auch mal wieder machen. Könnt ihr euch erinnern an unsere Versuche, den Wither Boss zu fahren? So, Experience Obelisk. Nice, wir haben ihn. Wo wollen wir den hinstellen? Ich würde auch fast sagen, hier in der Mitte, weil die Obelisken passen da ganz gut rein. Weißt du, was geil wäre? Wir haben ja, insgesamt gibt es hier 4, nee, es gibt sogar mehr Obelisken. Okay, den kann man nicht machen. Es gibt 4 Obelisken und wenn die alle so um die Mitte wären, das wäre geil. Ja, so, passt hier, doch perfekt, oder? Leute, ja. Hier können wir unsere Level reingeben und jetzt sind 2 Level drin und die werden hier automatisch gespeichert. Das heißt, wenn wir sterben... Also bevor wir sterben, sollten wir natürlich unsere Level immer hier abgeben, weil wir brauchen auch die Level für einige Sachen. Man kann rein theoretisch auch automatisch die Level reinpumpen, aber dazu müssen wir noch viel, viel mehr machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal den Wetterobelisken und den Erfahrungsobelisk. Man kann dann noch den Attractor-Obelisk machen. Ich glaube, der holt irgendwie Mobs in die Nähe. Okay. Oh, da könnten wir Enderman farmen, das wäre nice. Und ein Aversion-Typ. Ah, das ist genau das Gegenteil von dem. Also, der eine lässt Mob spawnen und der andere hält die vom Spawn ab. Ah, nice. Okay, das ist geil, ja. Okay, dann wissen wir, was die Obelisken machen können. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt Rüstung und gehen dann mal in den Eid rein. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, seitdem der da ist. Und da können wir einiges Geiles entdecken. Ja, ich habe jetzt noch eine andere ganz coole Idee. Okay. Weißt du, was das ultra absolut geilste ist, was man machen kann? Was? Ein Water MLG vom Aether in diese Skywelt. Das wird unmöglich. Ich hab's schon geschafft. Okay, warte. Ich hab einmal für dich. Wir packen das Zeug weg und machen's direkt, okay? Okay, auf geht's. Lauf. Genau hier bin ich immer runtergesprungen. Wer fängt an? Du fang an. Okay, let's go. Ich hoffe, ich pack's wieder. Oh Gott. Komm. Ich seh nichts! Mitten drinnen! Nein! Wir sind einfach durch! Scheiße! Oh Mann. Aber es ist sowas von machbar. Ich hab's wirklich ungelogen schon mal geschafft. Ey, das ist echt geil. Ah. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt Rüstung. Ich nehme Sattel mit, weil ich will ein fliegendes Schwein oder vielleicht eine fliegende Kuh. Und einen Sattel sollten wir noch haben, weil der sollte von Anfang als Special Item noch irgendwo da sein. Ja, perfekt. Ja, können ein Schwein. Wuhu! Warte, eine Kuh wäre aber besser, oder? Versuch's mal. Ich will absteigen. Hallo, wie kann ich absteigen? Das Problem hat die Revi auch. Hä? Stirb! Gib mir meinen Sattel wieder. Gib mir die Kuh. Die Kuh ist geiler. So, dann haben wir jetzt eine fliegende Kuh und du hast leider noch nichts.
Lol. Sag ich doch, man springt in die Höhe. Ich bin direkt neben dir auf der fliegenden Kuh, guckt. Oh, lol, hallo. Ich werde die ganze Zeit hochgeschleudert. Okay, ich habe schon 9 Blöcke bekommen. Okay. Ja, hier gibt's einen Ausgang. Okay, wir haben eine fliegende Kuh da am Start. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich glaube, da ist so eine Art Cobblestone-Gerüst. Achtung, Achtung, du wirst runtergepustet! Oh, das war knapp. Ey, von wo kommen die Dinger immer an? Was hat mich da gerade gehittet und was sind das für Schleime? Oh mein Gott. Da ist einer, guck, wir haben einen. Wo? Rechts. Hier. Oh, nice, ein Dungeon, oh yeah. Holy okay. Shit, ich hoffe, wir sterben jetzt nicht. So, die Frage ist, wie kommen wir da jetzt rein? Hä, was ist das? So, warte, lass uns mal kurz einbauen und dann gehen wir rein. Lass zuerst die Viecher töten. Okay. Okay, der ist down. Hier sind komische Geräusche. Aha. Oh, Warning. Would you like to attempt the Slider's Labyrinth with a party? Ja. Okay, request permission from leader. Ich bin drinnen. Okay. You accept. Ich hoffe, ich komme auch rein. Ja, ja, du bist drinnen. So, es gibt 3 Schlüssel rechts oben. Das heißt, wir müssen die jetzt suchen. Oh no, guck dir mal das Teil an. Was macht denn das Teil schon wieder? Weißt du, was ein bisschen dumm war? Wir haben keine Fackeln. Ja. Holy shit. Ey, die Geräusche. Labyrinthauge. Ups, das ist ein Miniboss. Nice. Guck mal die Lebensanzeige an. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Holy shit. Warte, ich komm gleich. Ich muss noch gegen was anderes kämpfen. Ja, ja, ich fight hier solo gegen den. Der Ball. Oh mein Gott, was ballerst denn du? Holy shit. Was du das? Du warst das. Oh Gott, Mann, was hier abgeht. Ey, die machen hier echt auf Ernst, Mann. Aber ich glaube, ja, so ein Miniboss könnte vielleicht einen Schlüssel droppen. Okay, nice. Ich habe ihn im Spawn-Trap. Oh mein Gott, okay, er ist down. Hat er was gedroppt? Okay. Ja, wir haben einen Schlüssel. Oh, yes. Bin hier, let's snack, go. Snack, snack, snack. Und dann machen wir den hier. Auf geht's. Let's go. Drauf da, drauf da, drauf da. Der ist im Spawn-Trap, Mann. Hä, der fliegt bei mir so weit oben. Bei mir auch. Oh no, oh no, bau den Spawn ab. Ich habe keine Spitzhacke dabei. Ja, ich habe ihn abgebaut. Oh, fuck, Mann. Hä, hey, nee, jetzt ist er da oben. Ist das denn scheiß Ernst? Warte, ich gehe wieder den Spawner abbauen. Ja. Okay, ich habe ihn. Zweiten nice. Schlüssel haben wir. Hier ist eine Kiste. Ich nehme einfach mal mit. Wir haben Fackeln. Fackeln sind hier. Oh, yes. Oh, das ist schön. Okay, 2 Schlüssel haben wir. Einen dritten brauchen wir. Den brauchen wir, glaube ich, für den finalen Boss. Hä, hey, wie sollen wir den bitte finden? Da ist der Boss, glaube ich. Da ist der Boss, ja. Oh ja, moin, das war alles zugebaut. Leute, wir haben gerade alles abgesucht, um den dritten Boss zu finden. Wir hatten alles zugebaut, was wir schon entdeckt hatten. Und jetzt, wisst ihr, wie wir den gefunden haben? Benny hat sich gerade nach oben gegraben. Wir hätten das nicht gefunden. Wir haben alles abgesucht gehabt. So, ich würde sagen, wir fighten den jetzt. Auf geht's. Ja. Oh Gott, was spawnt denn der? Ich hoffe, wir packen den, Mann. Aber ja, der sieht easy aus. Guck, der okay, ist gleich komm. Down. Dann haben wir den dritten Schlüssel. Nice. Okay, wir haben alle 3 Schlüssel. Jetzt müssen wir noch den Bossraum finden. Und am hier besten... Hier ist er oben. Warte, warte, oder? Warte. Lass markieren, wo wir zurückkommen. Ja, habe ich schon gemacht. Hier. Okay. Egal, dann gehen wir so rein. Rein da, rechtsklick. Okay, es ist offen. Ich nehme die Fackel mit. Ich leuchte hier drinnen aus. Bist du ready? Achso, wir müssen mit der Spitzhacke zuschlagen. Den musst du abbauen zuerst. Wie abbauen? Hä, was? Nee, da, guck mal, im Chat stand, da macht man nur mit einer Spitzhacke Schaden oder mit was? Was anderem. Stand bei mir nicht? Ich habe keine Spitzhacke. Warte, ich craft mir eine. Oh no! Oh lol. Warum hast du jetzt draufgeboxt? Ja. Achtung, der slidet immer. Ich weiß, wie der geht. Guck mal, du musst nach links, rechts ausweichen. Links, rechts ausweichen. Ah, okay. Auch, ich craft mir in der Zwischenzeit eine Spitzhacke. Ja, fick dich. Oh no! Geh weg! Oh. Warte, kann man sich da in die Wand reinbauen? Nee, man kann keine Blöcke abbauen. Oh mein Gott! Was macht der? Der macht ja übel Stress. Aber ich glaube, den schaffen wir easy. Jetzt boxt den Tod, Mann. Ich guck dir zu, Alter, ich helf mit. Komm, lass den Tod boxen. Du bist down. Ich komm, will keinen stirb, Drop. Okay. Ich hab nice. Keine Pickaxe mehr. Oh, nice, Lord. Nice, nice. Was hat er gedroppt? Okay. Ne Hose, Neptune Leggings. Oh, mit denen kann man auf Wasser laufen, oder was, wenn man das ganze Set hat? Ich habe ein Holy Sword bekommen. Warte, ich gebe dir mal alles. Okay. Was du da alles hast, Mann. What the fuck? Holy Sword. Ein Flaming Sword. Nice. Irgendein Ring. Okay. Brauchen wir Holy Stone vielleicht? Was ist das? Fleeting Stone. Ich habe keine Ahnung, was wir haben. Music Disc auch bekommen. Nice.
Okay, ich glaube, wir haben alles eingesammelt. Perfekt. So, jetzt müssen wir hoffen, ess dich voll, weil es kann sein, dass wir stacken, wenn wir rausgehen. Okay, ja, ich bin voll gegessen. Ich habe Rechtsklick gemacht. Okay, ich bin auch draußen. Oh lol. Perfekt. Okay, wir haben es beide überlebt. Das ist gut. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück, oder? Ja, let's go. Warte, hier müssen wir lang. Okay, das gebe ich noch rein. Das noch, so ein Fleeting Stone. Okay, warte, wir haben zwei Companions. Okay, dann würde ich sagen, testen wir das mal. Komm mit raus. Ja, bin hier. Okay, Fleeting Stone. Rechtsklick. Oh, da ist er. Lol, hey, cool. Der zieht mich an. Guck mal, geh da ran. Guck, bei mir nicht. Mich zieht an. Warte, kann man den irgendwie umbenennen? Was können wir jetzt mit dem machen? Weißt du was? Ich gönn dir, warte, guck mal, hier ist auch ein Mob für dich. Oh nice, hast du eigentlich auch Level abgezogen bekommen? Okay. Ich habe keine mehr. Oh! Oh! Hallo! Da hast du das, warte, wie können wir das umbenennen? Okay, Franz und der Hurensohn. Oh Gott. Wie willst du denn nicht einen anderen Namen geben? Ich weiß nicht, Mann. Ist halt ein Hurensohn. Oh Gott. Ich werde jetzt die ganze Zeit rumrutschen. Ja, ich rutsche hier noch ein bisschen rum immer. Lächerlich. Lächerlich, Franz. Kannst du eigentlich was? Ja, meiner kann gar nichts, Mann. Sei froh. Ja, ich würde sagen, Leute. Hey, Franz, kannst du bitte rauskommen? Ey, das Stück Scheiße kommt nicht mehr raus. Bleib halt drinnen. Warte, ich hoffe, der portet sich. Wenn ich, ja, der portet sich gut. Ich würde sagen, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wir haben einiges geschafft. Aether Dungeon war richtig, richtig geil. Und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Und Benny, hast du noch was? Ne, haut rein, wir sehen uns morgen. Bis dahin, ciao. Ciao. Franz, hau dich ab. Zieh durch, er will dich nicht.